habe ich meinen eigenen Eden Spark. Offshore-Forschungsstation an der französischen Atlantikküste. Die Station wird gleichzeitig als Elektrizitätswerk dienen. Mr. Moreau, unser frisch gekürter Forschungsleiter, hat beschlossen, sie Stachelrochen zu nennen. Süß. 26. Juli 1986. Die Dinge nehmen eine unerwartete Wendung. Vor einigen Wochen wurde ich von einer Abteilung des amerikanischen Geheimdienstes kontaktiert. Ein Mitarbeiter dieser Agency, ein gewisser Thomas Sheldon, zeigte reges Interesse an unseren Fortschritten auf dem Gebiet der Robotik. Ich habe betont, dass wir nicht von unseren ethischen Grundsätzen abrücken werden und bin sicher, dass beide Seiten von unserer Übereinkunft profitieren werden.
Reichweite. Findet ihn. Mai 1988. Unsere Ingenieure haben verschiedene Schwerlastlader entwickelt, die den Bau neuer Einrichtungen deutlich beschleunigen werden. Diese mechanisierten Eden Corporation Helfer, oder kurz MECs, scheinen ein beachtliches Potenzial zu haben. Die Agency hat uns bereits gebeten, die Entwicklung waffenfähiger Modelle zu prüfen. Diese Anfrage hat verständlicherweise ethische Bedenken innerhalb der Belegschaft geweckt. Trotzdem musste ich eine pragmatische Entscheidung treffen. Ohne Geld keine Wissenschaft. Das ist die bittere Wahrheit.
1996. Ich arbeite derzeit an einem Problem, von dem ich hoffe, dass es die Eden Corporation eines Tages wird lösen können. Die Rohstoffknappheit. Zu diesem Zweck haben unsere Macs eine fliegende Forschungsstation für 200 Mitarbeiter und meine Wenigkeit gebaut. Da für den Betrieb enorme Mengen an Treibstoff erforderlich sind, muss sich das Team wohl zunächst mit diesem Problem befassen.
1990. Wir konnten eine weitere Regierung als Kunden gewinnen. Gestern wurde ich Präsident Danze, dem Staatsoberhaupt von Medici, vorgestellt. Er zeigte mir Proben eines Metalls namens Bavarium, das auf Medici allgegenwärtig ist. Es soll in ferner Zukunft fossile Brennstoffe ersetzen, aber das wahre Potenzial dieses unglaublichen Rohstoffs scheint den Leuten nicht klar zu sein. Die Kollision von Wissenschaft und Ethik lässt sich wohl nicht vermeiden. In meinen Augen bietet unser neues Fracking-System eine bemerkenswerte Möglichkeit des Rohstoffabbaus, die die Effizienz des Bergbaus deutlich erhöht. Dieser Durchbruch könnte durchaus die Lösung der Energiekrise bedeuten. Einige unserer mittlerweile zurückgetretenen Vorstandsmitglieder waren nach ersten Modellversuchen der Ansicht, die Risiken für die Umwelt seien zu hoch. Ich habe daher die Bereitstellung zusätzlicher Gelder zur Linderung dieser Effekte veranlasst. Ugh.